Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr schnell euer Spagat bekommt. Und ich zeige euch einfach ein paar Dehnübungen. Und ich habe meinen Spagat in ungefähr 2 Wochen geschafft. Also ich hoffe, das klappt bei euch auch so schnell. Und dann fangen wir direkt an. Die Dehnübungen solltet ihr allerdings nur machen, wenn ihr euch davor schon aufgewärmt habt. Also einfach so ein bisschen gelaufen seid, was auch immer, halt irgendwie aufgewärmt habt. Und dann könnt ihr euch auch dehnen und das dauert nur ungefähr 10 Minuten, also es geht auch ganz schnell. Die erste Dehnübung ist der Ausfallschritt. Da müsst ihr darauf achten, dass euer Knie nicht über dem Fuß ist, sondern eher so eine gerade Linie ist. Und dann haltet ihr das so ein bisschen, 10 bis 30 Sekunden ungefähr. Als nächstes streckt ihr euer vorderes Bein einfach und hängt euch mit eurem Oberkörper so weit wie möglich runter und haltet das auch wieder 10 bis 30 Sekunden. Und genau das gleiche macht ihr jetzt auch auf der anderen Seite. Als nächstes setzt ihr euch so hin und dehnt euch erstmal so nach vorne. Dann geht ihr auf ein Bein. Und dann natürlich auch noch auf das andere. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr nochmal in die Mitte. Als nächstes tut ihr euer Bein also erstmal so hier gerade, dann hier im ungefähren Winkel von 135 Grad hin. Und dann versucht ihr eure Hüfte hier so ein bisschen vorzuschieben. Dann geht ihr in einen 90 Grad Winkel und macht das gleiche nochmal. Und dann geht ihr in einen ungefähr 45 Grad Winkel und nochmal. Und dann geht ihr in einen 0 Grad Winkel und setzt euch in Spagat. Also was natürlich noch kein Spagat ist, aber so ungefähr. Als nächstes nehmt ihr euer hinteres Bein und wenn ihr hinkommt, nehmt es mit eurer Hand und dehnt halt so. Falls ihr noch nicht hinkommt, nehmt euch einfach irgendein Band und macht es dann an eurem Fuß fest und zieht damit dann euer Bein zurück. Und genau das gleiche macht ihr jetzt nochmal mit dem linken Bein vorne. Das waren jetzt eigentlich auch schon alle Übungen. Die letzte Übung ist dann halt Spagat. Also auch wenn ihr Spagat noch nicht ganz könnt, einfach versuchen reinzusetzen und dann halt ein bisschen zu halten. Ich kann meinen Spagat auch noch nicht so lang, das heißt, ich kann ihn auch noch nicht so lang halten. Und zum Beispiel auf der linken Seite bin ich noch ziemlich schlecht und dann müsst ihr es halt einfach versuchen zu halten und euer vorderes Bein am besten strecken. Das war's jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!